Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem nächsten Video hier von uns, von dem Grundstück. Da ist der See. Ihr kennt ihn schon aus meinem letzten Video. Ich bin jetzt hier wieder auf unserem Grundstück. Da ist dieser riesige Baum. Hier ist eine schöne Birke. Hier haben wir so Gestrüpp und so weiter. Und hier haben wir eine riesige Rasenfläche. Tatsächlich, es dämmert gerade so ein bisschen. Man sieht auch ein bisschen die Abendsonne. Ich weiß nicht. Ah, da. Da ist die Abendsonne zu sehen. Genau. Und ich wollte euch jetzt mal hier noch ein bisschen mitnehmen. Genau, hier geht's weiter. Und da zwischen den ganzen Bäumen ist ein Graben. Weil wenn der Teich zu voll ist, hier ist der Teich. So. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Hier ist auf jeden Fall der Graben, hier ist der Teich und jetzt sehen wir hier, hier ist was gemauert, also betoniert. Und da sieht man, da ist ein Rohr und wenn das Wasser zu hoch ist, dann fließt das durch das Rohr ab in diesen Graben und der Graben, der fährt da weiter, dann um die Ecke. Und dann geht er irgendwo da weiter entlang und da zur Straße irgendwo. Ich weiß auch nicht, wohin der fährt, genau. Ja, auf jeden Fall sind hier auch super schöne, dicke, alte Eichen. Die sind echt wunderschön. Das ist auch eine richtig dicke. Ja, hier ist das der kleine Wald. Dann haben wir da unseren Zaun. Und da hinten ist irgendeine Hütte von jemand anderem. Da ist der riesige Baum. Genau. Hier geht's weiter mit den tollen Bäumen. Die sind echt schön, weil die so groß sind und dick, ne? Also, das finde ich schon echt cool hier. Ja, richtig alte Bäume. Dann geht's hier noch weiter. Hier sehen wir immer noch eine richtig schöne gerade Rasenfläche, ne? Hier haben wir noch so ein paar einzelne schöne Bäume. Und dann geht's da weiter. Da ist der Graben. Da geht's um die Ecke. Und irgendwo bis dahin. Da will ich jetzt nicht weiter langlaufen, weil ja, ist unnötig, weil da gibt's nichts mehr Interessantes zu sehen. Ja, hier ist auf jeden Fall eine riesige Rasenfläche. Wir wollen hier auch vielleicht irgendwann mal ein kleines Häuschen hinstellen. Ja, ist hier nämlich ganz schön. Wenn wir hier mal hinkommen, zeige ich euch vielleicht noch den Rest des Sees, weil momentan seht ihr den ja immer nur von einer Seite. Genau, wir wollen hier auch demnächst auch noch mal ein paar mehr Sachen machen. Hier vielleicht ein bisschen noch eben machen, die Erde. Genau, der Rasen ist hier übrigens so kurz, gerade weil hier immer ein Bauer hinkommt. Wir wohnen ja nicht hier, wir wohnen ja in Deutschland. Also ein bisschen weiter weg, wir sind ja hier in Polen gerade. Und ja, hier ist der Rasen richtig schön kurz, weil der Bauer hier den Rasen mäht für seine Kühe. Also, wir haben jetzt kurzen Rasen, dafür hat er Futter für seine Kühe. Das ist ja eine super Win-Win-Situation. Ja, das ist der tolle See mit dem wunderschönen Ausblick da zur Abendsonne hin. Na? Genau, das war es jetzt auch. Mehr werde ich euch jetzt, glaube ich, auch einfach nicht zeigen, weil was gibt's, wenn wir hier nochmal hinkommen, dann werde ich euch wahrscheinlich mal mitnehmen, was wir hier so machen werden, weil wir haben was vor. Da ist übrigens dieses Loch. Das werde ich auch alles auf Instagram hochladen, das werdet ihr da auch sehen können. Da ist ein riesiges Loch, weil da wird irgend so ein Brunnen gebaut irgendwie. Und da ist unser Zaun, den ihr schon gestern gesehen habt. Der geht dann ungefähr da so weiter bis zum Anfang von diesem Wäldchen. Aber das gehört uns da auch noch so ein Stückchen davon. Genau. Das war's dann jetzt auch eigentlich, ne? Wobei, schaut euch mal an, wie groß der Baum ist. Also jetzt sieht er zwar ziemlich klein aus, aber er ist halt riesig und wunderschön, ne? Ja, gut. Ich werde auch einige Fotos auf Instagram hochladen von hier, von diesem schönen Tag, den wir hier heute hatten.
Genau, also folgt mir auf Instagram, wenn ihr nicht wisst, wie ich heiße, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort habe ich den Kanal von mir verlinkt. Und ja, dann würde ich einfach sagen, ciao, bis morgen. Morgen gibt es dann hoffentlich das Video von mir zu Hause, vom Garten. Wenn nicht, dann wird sich wahrscheinlich nochmal ein paar Tage verschieben. Aber egal, wir nehmen es alles mit Humor. Es gibt ja jeden Tag jetzt von mir ein Video und zwar noch für einige Wochen. Naja, ich glaube noch für 2 Wochen. Auf jeden Fall, mir macht es richtig viel Spaß. Und ja, hier war heute ein wunderschöner Tag. Dieses Video ist gelungen. Das andere Video vorhin ist auch gelungen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, um mir zu zeigen, dass ihr es cool fandet. Abonniert den Kanal und folgt mir auf Instagram. Mein Kanal ist, wie gesagt, unten in der Infobox verlinkt. So, dann sage ich bis morgen. Ciao.